Das ist ja nicht nur der Profisportler, sondern generell in der Gesellschaft haben wir mit sehr viel Druck zu tun. Und natürlich ein Stück weit will ich natürlich meine Erfahrungen aus dem Sport, jetzt für andere Sportler, aber auch den Normalsterblichen auch mitgeben, dass wir halt zwar in der Lage oder die Möglichkeit haben, vor 50.000, 60.000 Leuten zu performen, aber trotzdem die gleichen Sorgen, Ängste und den gleichen Druck haben wie alle anderen auch. Also ich stehe ja in einer gewissen Art und Weise unter Druck, weil es das erste Mal ist, dass ich dieses Thema präsentiere und darüber spreche. Sehr viele persönliche Themen auch dabei. Torhüter ist in jeder Sportart eine besondere exponierte Position. Man macht sich selber sehr viel Druck oder viele machen sich sehr viel Druck. Man hat auch objektiv gesehen Druck, weil man halt der letzte Mann ist. Und ich glaube, das sind schon auch Themen, die man auch ins sonstige Berufsleben, ins Wirtschaftsleben mitnehmen kann. Irgendwer steht dann hinten und trifft die letzte Entscheidung, ist der Letzte, der was retten kann, aber auch derjenige, der etwas verhauen kann. Und das ist schon dann spannend, da so Insights zu bekommen. Wichtig ist, dass man das alles im Fokus hat und permanent auch kontrolliert, was man sich quasi vornimmt, als Trainerteam, als Verein, als ganzer Club möglicherweise auch. Und da stelle ich dann schon fest, dass das im Wirtschaftsleben auf sehr viel Zuspruch trifft und dass viele Wirtschaftsunternehmen sagen, das sind eigentlich dieselben Themen, die wir haben. Also da kann man natürlich eine Gruppe von Fußballspielern, die man unter den Hut bringen muss, um ein Ziel zu erreichen, schon mit einer Firma auch vergleichen. Nicht? Und ich glaube, dass die erfolgreichen Wirtschaftsleute, es mag es sein, dass es vielleicht bei ganz, ganz großen Unternehmen ein bisschen anders strukturiert ist, aber der gesunde Mittelstand, glaube ich, der erfolgreich ist im Mittelstand, der ist genauso gut strukturiert, wie es im Idealfall ein gut oder erfolgreicher Fußballtrainer ist. Ein ganz wichtiger Punkt, im Sport haben wir vielleicht auch den Vorteil, dass wir in jungen Jahren mit 12, 13 schon diese ersten leichten Drucksituationen haben. Wir wollen in der Mannschaft spielen. Wir wollen dann irgendwann einmal, bei mir war es diese Bezirksauswahl kommen, wir wollen in die Landesauswahl kommen, wir wollen in die Akademie kommen. Also es sind immer wieder Drucksituationen. Du machst dir meiner Meinung nach auch selber den Druck, wenn du ehrgeizig bist, wenn du ja, ich sage jetzt auch persönlich, an dich selber Ansprüche setzt. Aber es ist sicherlich so, dass gerade in meiner jetzigen Funktion als Berater, wo du vielleicht einmal in der zweiten Reihe bist, nicht unbedingt in der ersten Reihe stehen musst. Und gerade im Fußball, da geht es ja von den Fans bis zu den eigenen Funktionären, von Sponsoren bis Medien. Das ist vielleicht etwas ruhiger. Aber ich glaube, wenn man erfolgreich sein will, wenn man an sich selber Ansprüche hat, dann macht man sich auch selbst den Druck. Aber das, was der Robert gezeigt hat, da ertappe ich mich auch selber ein bisschen dabei, sich hin und wieder mal die Ruhe zu nehmen, auch strategisch nachzudenken, ist wahrscheinlich in einer Funktion, wie ich sie jetzt habe, leichter, als wenn du tagtäglich im Rampenlicht beim Club wie Austria Wien stehst. In der Bildung psychische Gesundheit, aber auch in der Ernährung, mit der kann man einiges arbeiten, oder? Extrem, also das ist auch im Leistungssport, aber auch für uns im normalen Alltag ist die Ernährung eine extrem wichtige Säule. Vor allem, wir haben jetzt auch gehört, Anspannung, Druck, Stress, Burnout. Da ist natürlich auch immer ganz wichtig, wie ernähren wir uns. Ja? Was gibt es da für Möglichkeiten, dass man einfach den Organismus einfach gut stärkt mit einer gesunden Ernährung. Und da braucht jeder Mensch ein bisschen eine andere Zusammensetzung von der Nahrung beziehungsweise individuelle Konzepte. Weil das, was für mich passt, kann sein, dass für dich oder für sie einfach nicht passend ist. Ja? Von den jüngeren Generationen sind da schon sehr bewusster, was das Thema Ernährung zum Beispiel betrifft. Aber auch, wenn wir jetzt auf Work-Life-Balance gehen, dann ist das schon ein Thema, mit dem sie sich beschäftigen, wo einer vielleicht das Life wichtiger ist als wie die Work, ist vielleicht auch nicht immer dann die ideale Kombination, weil also diese Ziele, die man hat, meistens halt nur durch Arbeit oder durch Tun dann irgendwo auch umgesetzt werden können. Deswegen muss es eine gute Balance sein zwischen Belastung und Entspannung, und die ist bei jedem individuell. Ja, ich habe da mitgedacht, wir waren auch aufgefordert, den ein oder anderen Gedanken zu teilen, und durch
Druck tagtäglich, welche Geschichten bringen wir, wie viele Zugriffe haben wir, wie berichten wir, dann die ganze Wirtschaftlichkeit rundherum, gerade bei in der Medienbranche ist ein großer Wandel am Markt spürbar, Thema Digitalisierung, Wertschöpfungsketten verändern sich und da muss man jeden Tag fit bleiben, munter bleiben, sich den Herausforderungen, den Drucksituationen auch stellen und die bestmöglich gemeinsam mit einem starken Mitarbeiterteam managen. Hat. Wir haben alle mit den gleichen Herausforderungen zu kämpfen, ob du jetzt am Platz stehst oder wir rundherum in den Offices. Der Druck ist prinzipiell immer da, egal ob du Ergebnisse liefern musst oder ob du den Sportlern zuarbeiten musst und deswegen eine sehr interessante Keynote von Robert Almer. Kommt auf die Persönlichkeit drauf an, wie man mit Druck generell umgeht. Ja. Für einen ist Druck etwas, das er braucht, um performen zu können. Für manche wird es zu viel und der kann das dann nicht umsetzen. Also das ist, glaube ich, individuell und da muss man auch ein Stück weit für sich selbst dann diese Möglichkeiten oder diese Themenfelder finden, die einem dann weiterbringen. Und das war für mich vielleicht auch ein gewisses Learning über die ganze Karriere und natürlich auch danach noch. Aber speziell jetzt Sportler, die aus der gleichen Branche kommen, machen ja meistens die gleichen oder ähnliche Erfahrungen. Und die kann man ein Stück weit dann schon leiten oder denen auch einfach auch diese Erfahrungen, die man selber gemacht hat, weitergeben.